herzlich willkommen zum THC-Talk, heute mit Emily Böck. Emily, das THC-Magazin möchte dir erstmal ganz recht herzlich zur Wahl der Handballerin des Jahres 2018 gratulieren. Vielen Dank. Emily, heute wäre wieder Champions League an der Tagesordnung. Wir haben heute gegen Bukarest gespielt, 30-38 verloren. Wie hast du das Spiel empfunden, beziehungsweise wo liegen die Ursachen für die Niederlage eigentlich? Ich finde eigentlich, dass wir ziemlich gut ins Spiel wieder reingekommen sind, konnten auch direkt in Führung gehen, aber dann merkt man natürlich einfach, dass Bukarest zu den absoluten Top-Teams in Europa zählt oder der Welt. Da war einfach unsere Abwehr heute zu schlecht, sage ich mal, mit 38 Gegentoren, das ist einfach viel zu viel. 30 geworfen, da kann man eigentlich sagen, dass man zufrieden sein kann mit der Angriffsleistung gegen so eine Top-Mannschaft, aber ja, in Summe ist das, war das absolut nicht unser Spiel. Wir waren die Bank durch, nicht auf unserem Top-Niveau und dann reicht es halt nicht gegen so eine Mannschaft. Nee, du bekommst im Moment sehr viele Einsatzzeiten aufgrund der Verletzungen, auch von Beate Schäfknecht. Der ganze Rückraum ist im Moment ein bisschen unterbesetzt beim THC. Wie schwer nimmt das dich an oder wie schwer fühlst du dich damit eigentlich? Oder diese ganze Erwartung zu tragen? Natürlich freut es mich, dass ich absolutes Vertrauen bekomme, auch schon, wo wir noch ein paar mehr Spielerinnen waren. Und da versuche ich das natürlich mit guter Leistung zurückzuzahlen. Momentan ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dadurch, dass ich die einzige Shooterin bin, die momentan bei uns im Rückraum ist, ist es natürlich schon schwierig, dadurch, dass die Gegner sich leichter, sage ich mal, auf uns einstellen können. Aber ich freue mich jetzt, wenn die Mädels einigermaßen oder langsam jetzt wieder zurück in den Kader stoßen, wir dann noch mal ein bisschen Torgefahr von Alice wieder kriegen und ich glaube, dann spielen wir auch einfach variabler. Wie platt ist man eigentlich noch so im Spiel? Weil du hast ja jetzt doch eine sehr hohe Anforderung in den Spielen. Natürlich ist es sehr, sehr anstrengend, vor allen Dingen in englischen Wochen fast immer 60 Minuten durchzuackern und dann ist natürlich auch schwierig, wenn wir alle so ein bisschen mit Wehwehchen kämpfen. Ich auch momentan mit Schulterproblemen kann jetzt nicht hundertprozentig trainieren, deswegen ja, ist es natürlich auch schwierig, denn auf einmal im Spiel eine Top-Quote zu werfen, aber ich hoffe, dass ich das jetzt langsam wieder in den Griff kriege, dass ich dann auch wieder normal ins Training einsteigen kann und dann, glaube ich, kann man auch mit ein, zwei Erfolgserlebnissen mehr, dann geht das schon mal leichter von der Hand. Top-Quote eigentlich das Stichwort für heute. Ich glaube, heute war Holz mehr am Weg als alles andere, gell? Ja, ein bisschen Pech natürlich mit dabei, aber insgesamt glaube ich, ja, darf man sich da jetzt nicht zu sehr drauf festnageln. Ich meine, das waren wieder ein paar Situationen, wo ich werfen muss, wo ich auch ein bisschen gezwungen werde, denn, ja, wie du gesagt hast, ein paar Mal Latte, Pfosten, Pech, ja, ist so, kann man nicht ändern, aber es gibt auch wieder andere Tage. Gut, es kommen auch wieder andere Gegner und dann läuft es wieder besser. Ganz gut, genau. Emily, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.